Ja. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ja, nun, eine lange Debatte geht zu Ende. Wir haben gehört, die deutsche Wirtschaft ist stark. Wir haben von Daniela Ludwig eben gehört, insbesondere die Tourismusbranche ist vielleicht noch stärker. Sie ist wettbewerbsfähig. Und ich bin ganz sicher, dass wir mit diesem Haushalt heute die Voraussetzungen dafür schaffen, dass das eben auch in den kommenden Jahren so bleibt. Und ich glaube, das brauchen wir auch, denn die Herausforderungen für unser Land sind groß. Und dafür brauchen wir einen starken Mittelstand. Wir brauchen eine starke Industrie, die für Wachstum und die für Arbeitsplätze sorgt. Und deswegen ist gerade dieser Haushalt im Schwerpunkt auf Wachstum, er ist auf Innovation und er ist auf Beschäftigung ausgerichtet. Und wir haben es gehört, massiv unterstützen wir auch dieses Mal wieder den Mittelstand. Und das machen wir nicht ganz umsonst, denn immerhin arbeiten 2/3 aller Beschäftigten in Deutschland im Mittelstand. Und deshalb ist es folgerichtig, dass wir das zentrale Innovationsprogramm, lieber Roland Claus, auch in diesem Jahr wieder erneut erhöhen, und zwar weitere 5 Millionen auf fast 550 Millionen Euro. Und das darf ich auch sagen, Mittelstandsförderung ist nicht nur das ZIM. Mittelstandsförderung findet auch bei unseren Auslandshandelskammern statt, die ich einmal hervorheben muss. Die Auslandshandelskammern unterstützen gerade kleine und sie unterstützen mittelständische Unternehmen bei Investitionen, bei Vertrieb oder Einkauf ihrer Produkte im Ausland. Die Auslandshandelsmärkte können die Märkte dort einschätzen und sie können die Industrieunternehmen entsprechend zielgerichtet beraten. Und gerade weil diese Dienstleistung so enorm nachgefragt wird, deshalb erhöhen wir unsere Präsenz in weiteren Ländern, wie zum Beispiel in Sambia oder Mosambik. Und folgerichtig müssen wir das natürlich auch im Etat dann widerspiegeln. Und den heben wir in diesem Bereich um 3,5 Millionen Euro an, sodass die Auslandshandelskammern nun fast 44 Millionen Euro erhalten. Und eine Schlüsseltechnologie, die wir in diesem Haushalt ebenfalls erheblich fördern, das ist die Luft- und Raumfahrtindustrie. Sie erhält fast 1,6 Milliarden Euro. Und sie ist nicht nur Beschäftigungs- und Innovationsmotor, nein, sie ermöglicht es uns eben auch, international im Technologiewettbewerb bestehen zu können. Und der größte Teil hiervon fließt mit 755 Millionen Euro an die Europäische Weltraumorganisation ESA. Wir müssen, das sage ich aber auch, ganz genau schauen, wie es nach der ESA-Ministerratskonferenz, ich glaube am 1. Dezember, Herr Minister, findet sie statt, mit Projekten wie zum Beispiel der Weltraumstation ISS oder einer Asteroidenabwehr, die ja auch angedacht ist, weitergeht. All das kostet Geld, aber klar ist, auch wenn wir in Europa weiterhin technologisch und wirtschaftlich auch in einer globalen Welt bestehen wollen, dann dürfen wir als Europäer in diesem Bereich auf gar keinen Fall den Anschluss verlieren. Und einen großen Anteil am Erfolg im Bereich der Luft- und Raumfahrt hat auch das Deutsche Luft- und Raumfahrtinstitut, kurz das DLR, das eine ausgezeichnete Arbeit leistet. Aber Herr Minister, dass nun das DLR mit 5 Millionen auch noch Extremismusprävention in der Ausbildung für Ihr Ministerium begleiten soll, das halte ich irgendwie schon ein bisschen für merkwürdig. Das DLR ist sicherlich in technischen und wissenschaftlichen Dingen top. Aber ob dieses Institut bei Extremismusprävention nun der richtige Projektträger ist, ich bin mir da nicht ganz sicher. Ich weiß, Herr Minister, dass Ihnen dieses Programm wichtig ist. Ich bin aber fest davon überzeugt, dass andere Ministerien hier über mehr Kompetenz verfügen. Und wir sollten ernsthaft überlegen, ob es sinnvoll ist, dass Sie diesen Aufgabenbereich nun auch noch im Wirtschaftsministerium bearbeiten möchten. Und meine Damen und Herren, ein weiterer wichtiger Industriezweig, der für den Wirtschaftsstandort Deutschland von ganz großer Bedeutung ist, das ist die maritime Wirtschaft. Wir bauen in Deutschland die besten Kreuzfahrtschiffe und wir bauen die innovativsten Spezialschiffe der Welt. Und das soll auch in 20 Jahren noch so sein. Und deswegen ist es mit Blick auf den großen globalen Wettbewerb in dieser Branche auch wichtig, dass wir unsere Technologieführerschaft sichern und dass wir hier richtig investieren. Und genau deshalb wäre es klug, wenn der gekürzte Ansatz im Bereich der Innovationsförderung wieder auf den Stand der letzten Jahre versetzt wird. Und ich schaue einfach mal auf die Niedersächsische Bank. Der Kollege Reuter war vorhin da. Niedersachsen geht da eben nicht großartig voran. Meine Damen und Herren, kommen wir zu einer weiteren Herkulesaufgabe, der wir uns auch im Haushalt 2017 umfänglich widmen. Das ist die Energiewende, die sowohl aus dem Haushalt des Ministeriums 2,44 Milliarden Euro und eben auch noch aus dem Energie- und Klimafonds hier fürs Wirtschaftsministerium
mit 2,9 Milliarden Euro finanziert wird. Und Sorge, Herr Minister, bereitet mir hier allerdings die Sicherheit der Stromversorgung. Wie geht es weiter, wenn nach 2021 die letzten Kernkraftwerke vom Netz gehen? Und wir alle wissen, das ist nicht mehr allzu lange hin. Auch wenn Sie mir im Berichterstattergespräch nun erklärt haben, dass es auch andere Möglichkeiten der Versorgung als durch eigene neue deutsche Kraftwerke gibt, müssen wir im Blick behalten, und ich weiß, Sie sehen das genauso, dass Deutschland eine Industrienation ist, die auf bezahlbare Strompreise und die vor allem auch auf stabile Stromnetze vielleicht mehr als andere Nationen angewiesen ist. Und in diesem Sinne wäre es vielleicht auch gut, wenn wir heute schon belegen können, wie die Grundlast gesichert wird, welche Kraftwerke, wo auch immer, gegebenenfalls hinzuliefern, wenn andere abgeschaltet werden und wir trotzdem immer noch Stromspitzen abdecken müssen. Das ist von allergrößter wirtschaftlicher Bedeutung, meine Damen und Herren. Und ein weiterer Schwerpunkt dieses Haushaltes, das ist natürlich immer wieder das Thema Fachkräftesicherung. Schon heute gibt es genügend Betriebe, die unter dem Fachkräftemangel massiv leiden. Und deshalb erhöhen wir diesen Titel Fachkräftesicherung um weitere 2,4 Millionen Euro. Ich bin allerdings ein wenig skeptisch, ob jedes Ministerium hier bei uns den Aktivitäten entwickeln müssen. Es finden sich nicht nur im Haushalt des Wirtschaftsministeriums, sondern auch in allen anderen Ressorts zahlreiche Programme zum Thema Fachkräfte statt. Und wir müssen uns wirklich überlegen, ob es von der Idee her richtig ist, dass wir das nicht irgendwo, ich sage es mal ein bisschen bündeln, dass wir irgendwo eine Stelle einrichten, die das Ganze koordiniert, damit wir hier einen roten Faden haben. Und mit gleicher Blickrichtung, Herr Minister, frage ich mich auch, ob wir bei dem Thema Integration der Flüchtlinge in Arbeit richtig aufgestellt werden. Auch hier gibt es viele Programme im Bundeshaushalt, auch in Ihrem Haushalt, die um das Ziel der Flüchtlingsintegration erweitert worden sind. Und das ist auch richtig so. Sie wissen, glaube ich, das darf ich sagen, dass wir beide sonst sehr, sehr gut klarkommen. Und ich glaube, deshalb gehört es auch dazu, dass man als Koalitionäre auch mal so ein bisschen anspricht, was einen dann einfach mal an der Politik des anderen so ein wenig stört. Und Sie wissen, glaube ich, ganz genau im vergangenen Jahr, dass ich das Handeln der Regierung bei der Bewältigung der Flüchtlingskrise ein wenig kritisch hinterfragt habe. Nun sind aber die Menschen alle bei uns, und wir müssen sehen, wie wir die Menschen alle in Arbeit bekommen. Hierzu müssen wir mit klugen Entscheidungen dazu beitragen, und es müssen eben auch alle Regierungsmitglieder hier mit klugen Entscheidungen dazu beitragen. Und Sie haben im letzten Jahr gesagt, dass die Bewältigung der Flüchtlingskrise vor allem ein Wirtschaftsthema sei, denn Arbeit ist der beste Weg zur Integration. Sie haben es damit wirtschaftspolitisch zu Ihrer ganz persönlichen Chefsache gemacht und erklären. Und ich bin da inhaltlich auch voll bei Ihnen. Und genau deshalb habe ich nach Ihrer Unionskritik, nach Ihrem Fingerzeig auf die Union bei der Bewältigung der Flüchtlingskrise ganz genau als Ihr zuständiger Unionshaushälter mal geschaut, wie das denn in Ihrem Ministerium gelaufen ist. Und da, lieber Herr Gabriel, da hat Ihr Ministerium noch Luft nach oben. Denn Ihr Versprechen, dass die Bewältigung der Flüchtlingskrise in erster Linie ein Wirtschaftsthema ist, das muss ich leider sagen, das haben Sie nicht gehalten. Und hier müssen wir mehr machen, als nur Willkommenslotsen der IHK zu unterstützen. Und ich finde es auch beschämend, dass nach einer Umfrage die 30 größten DAX-Unternehmen gerade mal 54 Flüchtlinge angestellt haben, 50 allein davon bei der Post. Ich glaube, diese Bilanz ist massiv ausbaufähig. Ich darf das aber auch sagen, Herr Minister, da hätte vielleicht auch von Ihnen mehr kommen müssen. Da war auch der persönliche Einsatz des Wirtschaftsministers gefragt. Und sich ein Stück weit von Unternehmen dann abspeisen zu lassen, dass die Qualifikationen der Flüchtlinge für Großkonzerne nicht reicht, ich glaube, das ist ein wenig zu einfach. Denn wir sehen, kleine und mittelständische Unternehmen sind auch hier wieder der Vorreiter bei Integration. Und die kleinen und mittelständischen Unternehmen versuchen, ihren Beitrag auch bei geringerer Qualifikation der Flüchtlinge zu leisten. Und hier, Herr Gabriel, glaube ich, da haben wir alle auch dann, das darf ich dann sagen, noch gemeinsam Hausaufgaben zu leisten. Und wir können nicht einfach die Verantwortung nur auf andere, in dem Fall auf den Koalitionspartner, abschieben. Meine Damen und Herren, dieser Haushaltsentwurf ist gut. Er geht absolut in die richtige Richtung. Aber wir alle wissen, der Bessere ist der Feind des Guten. Und in diesem Sinne werden wir die anstehenden Beratungen nutzen, um weitere positive Veränderungen herbeizuführen. Sie als Opposition lade ich auch dieses Jahr wieder hieran ein, hier konstruktiv mitzuwirken. In diesem Sinne freue ich mich auf die anstehenden Haushaltsberatungen. Herzlichen Dank.